Kurz vor der Verleihung mit dem Buchpreis nochmal mit ihr eine Lesung ausgemacht. Und jetzt wollen wir mal schauen, wie das dann klappt. Ob das im November klappt oder erst im nächsten Jahr. Aber es ist doch wieder schön, dass wir sozusagen ausgerechnet eine Autorin, ich habe nämlich beim Verlag angerufen und habe gesagt, Achtung, wenn wir sozusagen nicht den Unkenrufen folgen wollen, aber vielleicht doch ein bisschen, dann macht schnell noch eine Lesung mit uns. Das war im letzten Jahr bei Krechel genauso. Da haben wir kurz vorher angerufen, haben mit Krechel eine Lesung gemacht, vereinbart, Rums, die bekommt den Buchpreis. Jetzt machen wir was mit Theresa Mora, Rums, die kriegt den Buchpreis. Also es ist eigentlich nur eine Bestätigung des literarischen Geschmacks, den man selbst hat, ja. Ihr seid Pfadfinder und Maskottchen. Trüffelschweine. Ungeheuer. Ein Ungeheuer. Ja. Mal gucken, was da auf uns zukommt. Warum wir so spät beginnen, hat unter anderem etwas damit zu tun, weil gerade vor einigen Minuten die Preisträgerin, in dem Fall ist es wieder eine Frau, wie im letzten Jahr, Ursula Krechel, eine Frau, bekannt gegeben wurde. In Frankfurt ist der Preis verliehen worden. Jetzt mal ganz kurz zurück, eine Woche zuvor habe ich den Luchtern-Verlag angerufen und habe gesagt, Achtung, wenn ihr wollt, dass Theresa Mora den Preis bekommt, dann macht ganz schnell, vereinbart ganz schnell eine Lesung mit uns, weil es war sowohl bei Eugen Ruge so, der für die Zeiten, in Zeiten des abnehmenden Lichts, Landgericht, Frau Krechel war es so, und auch bei Julia Frank war es so, dass wir kurz vorher schon Sachen vereinbart hatten, Rums auf einmal bekamen die den deutschen Buchpreis. Und Theresa Mora war auch meine persönliche Favoritin. Ich habe aber nicht gedacht, dass die Jury so viel Mut aufbringt, weil es durchaus ein literarisch sehr anspruchsvolles Buch ist und mitunter die deutschen Buchpreise doch eher Mainstream-Ausdruck sind. Und insofern ist es mir fast, nochmal ein kleiner Blick zurück, als Katrin Schmidt den deutschen Buchpreis bekommen hat. Es sind ja immer 6 Kandidaten auf der Shortliste. War sie die Einzige, die schon mal bei uns gelesen hat. Alle anderen 5 nicht. Und wer hat den Buchpreis bekommen? Katrin Schmidt. Hier vorne haben wir zum Beispiel ein Foto von Katrin Schmidt und da oben. Und Julia Frank. Also 2 Buchpreisträgerinnen. Bei einer Veranstaltung. Hier hängt Theresa Mora. War 2005 das erste Mal bei uns. 2010 das zweite Mal. Jetzt, wie gesagt, Luchterhand. Und ich hoffe, dass Sie Wort halten, haben gesagt, Achtung, Theresa Mora ist schon sehr, sehr zu von den Terminen her. Aber Sie haben nochmal Rücksprache gehalten und hat gesagt, erstens wohnt sie in Berlin und zweitens hat sie sehr gute Erinnerungen an die Veranstaltung hier bei uns. Und insofern hoffen wir, dass wir irgendwie entweder im November noch oder dann eben Anfang des nächsten Jahres Ihnen hier in Potsdam dann zum dritten Mal Theresa Mora, aber eben zum ersten Mal als deutsche Buchpreisträgerin vorstellen können. Und das ist komischerweise, ist nicht komischerweise, ist ganz berechtigt. Also ich meine, wir haben ja als Überschrift auf dem Laden, über dem Laden zu stehen, sozusagen Gedanken, die Literatur lebt, sind das immer ganz emotionale Momente. Wenn ich jetzt sagen würde, dass ich als bekannt wurde, dass Hertha Müller den Nobelpreis bekommt und ich mir dann die Fotos angeguckt habe, wie oft Hertha Müller hier schon war, das ist mir wirklich eine Gänsehaut gekommen. Ja, und dachte, das gibt's doch gar nicht. Ja. Und jetzt Theresa Mora, hier waren wir bei Waschers mit ihrem zweiten Buch, das sozusagen das erste Buch der Trilogie ist. Der zweite Band, das Ungeheuer, ist heute prämiert worden in Frankfurt. Dann denke ich doch, geht es noch mit rechten Dingen zu oder nicht? Oder sind wir wirklich so hellseherisch oder haben wir so viel Ahnung? Ich mache gleich das Ganze.
Termine vorgesehen. Und das ist schon. Bloß eine Bitte noch, wenn Sie Ihre eventuellen Handys ausmachen können. Das wird. Okay. Das wahre Glück. Ich habe es gewusst. Wir haben es gewusst. Jeder hat es gewusst. Die Herstellung und der Gebrauch aneinandergereihter Geschichten führen zur Katastrophe. Denken Sie nur an Dostojewski, Kafka, Fallada oder den unseligen Jakob Maria Rainer Lenz. Wollen Sie wirklich das Geld hinauswerfen für Herzrasen, Blutdruck oder Kopf? Sparen Sie einfach die Zeit, das Geld, den Schmerz. Unterlassen Sie jede Form überflüssiger Gedanken. Gehorchen Sie immer den Vorgesetzten, Ihre Frau, den Behörden und Sie erreichen unverzüglich das ersehnte Ziel. Werden Sie glücklich!